Du hörst die Lesung eines spirituellen Textes auf dem Kanal Spiritscape Zentralsonne, gesprochen von Wolfgang. Mike Quinsey, 21. April 2017, übersetzt von Martin Gadeau. Die Ereignisse folgen immer rascher aufeinander und sie bewegen sich auf die Tage zu, in denen die Wahrheit über eure Existenz offenbart werden wird. Eigentlich bleibt gar nicht mehr viel Zeit, bis die Veränderungen euch erreichen, und es dürfte sinnvoll sein, wenn ihr darauf vorbereitet seid. Euer wesentliches Ziel sollte sein, euer inneres Gleichgewicht aufrecht zu erhalten und jederzeit gelassen zu bleiben, denn ihr werdet viele Menschen angesichts der Ereignisse aufgeregt und ratlos erleben. Das Durcheinander und die ständigen Probleme des täglichen Lebens werden durch ständige Einschränkungen und Kriegsdrohungen ja nicht behoben. Einige Menschen werden sich fragen, warum wir denn nicht einschreiten, und wie wir bereits konstatierten, seid ihr selbst die Erzeuger eures Schicksals und müsst die Resultate eures Handelns ernten. Allerdings ist es euch nicht gestattet, Handlungen zu begehen, die im direkten Widerspruch zu den Plänen für die Evolution der Menschheit stehen, wie sie von denen entwickelt wurden, die eure Fortschritte überwachen. Jegliche Versuche, die verhindern würden, dass überhaupt Veränderungen stattfinden könnten, werden blockiert oder abgewendet werden. Es wurden bereits Entscheidungen getroffen, die euch auf jenem Pfad halten, der euch gegen Ende des Zyklus die Chance zum Aufstieg gibt. Geduld ist weiterhin notwendig, während die Gelegenheit geschaffen wird, die es euch ermöglicht, endlich die Wahrheit über euch selbst zu erfahren. Ihr seid großartige Seelen auf dem Weg zurück zum Licht. Dorthin, woher ihr ursprünglich kamt. Und die Wahrheit wird euch befreien aus all der Desinformation, die euer Denken verwirrt hat. Weshalb bisher auch nur wenige unter euch ihr wahres Selbst verstanden haben. Wir wiederholen hier die Tatsache, dass ihr eigentlich Wesen des Lichts seid, die in die niederen Schwingungsebenen abgesunken sind, nachdem sie die Herausforderung angenommen hatten, von dort aus wieder ihren Rückweg ins Licht zu finden. Doch ihr wart auf euren Wegen niemals allein, sondern eure Geistführer haben euch geholfen, eurem vorbestimmten Pfad in Richtung eurer Weiterentwicklung zu folgen. Doch weil euch ein freier Wille geschenkt wurde, folgt daraus, dass ihr für euer Handeln allein verantwortlich seid und daraus erkennt, was noch notwendig ist, damit ihr euch selbst wieder aufwärts entwickeln könnt. Wenn ihr überhaupt diese Botschaften lest, seid ihr allerdings bereits so gut wie gewiss auf dem Pfad des Lichts und werdet eine Chance zum Aufstieg erhalten haben. Für euren Erfolg dabei müsst ihr auf euer Ziel ausgerichtet bleiben und euch nicht durch äußere Geschehnisse davon ablenken lassen. Es geht vieles vor sich, was außerhalb eures Sichtfelds liegt, auch wenn ihr die Auswirkungen vielleicht schon spürt. Zuerst ist da noch vieles, was einen falschen Eindruck darüber vermittelt, wohin die Dinge sich entwickeln. Und daher ist es wichtig, einen offenen Geist zu wahren, bis ausreichend Sicherheit besteht, die Wahrheit öffentlich zu machen. Gegenwärtig geht in diesem Jahr noch so vieles vor sich, dass ihr es schwierig finden werdet, die Wahrheit herauszufinden.
doch bis etwa ins nächste Jahr hinein wird sie allgemein bekannt sein. Sie wird sich dann so verbreiten, dass die Menschen nicht überwältigt, überfordert sind, sondern mit den Enthüllungen klarkommen können, die zeigen werden, wie sehr ihr irregeführt worden wart. Denn die Wahrheit wurde euch ja bisher vorsätzlich verheimlicht seitens der finsteren Kräfte, die nicht möchten, dass ihr wisst, welch großartige Wesenheiten ihr eigentlich seid. Aber die Wahrheit kann nun nicht mehr viel länger unterdrückt werden. Und so sind zurzeit Diskussionen darüber im Gange, wie sie offenbart werden kann. Die Vertreter der Lichtseite wünschen sich eine vollständige Enthüllung, die jedermann bekannt gemacht werden kann. Jede Anstrengung, die ihr unternehmt, um im Licht zu bleiben, wird belohnt werden. Und euer Aufstieg dürfte dann mit Leichtigkeit bewältigt werden können. Wie bereits deutlich gemacht, liegt der Erfolg bei euch selbst, auch wenn euch jeglicher Beistand gewährt wird, euch zu schützen und vor äußerer Einmischung seitens derer zu bewahren, die euch lieber weiterhin im Dunkeln halten würden. Eindeutig wird das Licht immer mächtiger sein als die niederen Energien. Und solange ihr darin verharrt, werdet ihr vor Unheil bewahrt bleiben. Wo ihr Ausnahmen feststellt, geschehen diese ausschließlich aufgrund karmischer Gründe, die ihrerseits zu entweder positiven oder negativen Resultaten führen können. Das heißt, dass alle Geschehnisse in eurem Leben bereits im Vorfeld eure Zustimmung erhalten hatten, auch wenn da Abänderungen möglich sind. Diese bedürfen jedoch ebenfalls wieder eures Einverständnisses. In den meisten Fällen wird das Geschehen eurer Weiterentwicklung dienen, wenn zum Beispiel eine unverhoffte Gelegenheit für euch kommt, altes Karma zu bereinigen und ihr dies erfolgreich schafft. Im Moment gehen die Kämpfe um die Kontrollherrschaft über die Erde noch weiter, aber nicht mehr lange. Das Ende der Kriege ist in Sicht. Denn Konflikte und eine kriegerische Haltung könnt ihr bekanntlich nicht in die höheren Schwingungsebenen mitnehmen. Deshalb wird sehr bald ein Zeitpunkt kommen, zu dem Krieg und all dessen Facetten nicht länger möglich sein werden. Und Seelen, die sich noch weiterhin an so etwas beteiligen wollen, werden ihre Handlungsweise woanders fortführen. Der Frieden wird kommen, auch wenn das zurzeit noch unmöglich zu sein scheint. Betrachtet man den Zustand der Erde und der Erdbevölkerung. Der Menschheit kann die Verantwortung für die vielen Kriege, die sie erlebt hat, nicht ganz allein zugeschoben werden. Und gewisse Fraktionen der Illuminati haben vorsätzlich beide Seiten gegeneinander ausgespielt und mit Waffen beliefert. Doch auch wenn die Dinge nun noch komplizierter klingen mögen, muss gesagt werden, dass auch da wiederum Karma im Spiel ist, damit alle daran Beteiligten die Erfahrungen sammeln können, die sie benötigen. Zweifellos ist das Leben auf Erden hart. Aber wo sonst könntet ihr derartige Gelegenheiten wahrnehmen, euch so rasch weiter vorwärts entwickeln zu können? Für euch als Seelen des Lichts ist da alle Zeit die Begleitung durch eine Anzahl von Geistführern, die euch schützen, um sicherzustellen, dass eure Lebenserfahrungen nicht störend beeinflusst werden. Seitens der Geistführer als entwickelte Seelen ist es deren Art und Weise, anderen zu helfen, die ihnen nachfolgen und noch einer helfenden Hand bedürfen. Mutter Erde ist in eurem Universum eine Wesenheit, die sich selbst geopfert hat,
um der Menschenrasse zu helfen, aufsteigen zu können. Diese Aufgabe wird für Sie bald abgeschlossen sein, wenn Sie zusammen mit den vielen Seelen aufsteigt, die ebenfalls dazu bereit sind. Wie ihr seht, sind diese Endzeiten ein sehr wichtiger Anlass, der den Seelen eine besondere Chance für einen Massenaufstieg bietet. Ein Zyklus endet und ein neuer beginnt und gibt weiteren Seelen eine Gelegenheit zum Aufstieg mit den Vorteilen, die damit einhergehen. Wenn doch die Seelen nur wüssten oder begreifen könnten, wie großartig ihr ursprüngliches Potenzial eigentlich schon einmal gewesen ist, würden sie alles daran setzen, den weiteren Weg zu dem zu finden, was sich schlicht als universelle Liebe zum Ausdruck bringt. Das mag hart klingen, wenn ihr diese Ebene noch nicht erreicht habt. Wenn ihr zum Beispiel dafür begeistert werden sollt, euren Feind zu lieben wie euch selbst. Erkennt andere Seelen als eure Brüder und Schwestern, bei denen Hautfarbe oder Gewohnheiten bei ihrer Beziehung zu euch keine Rolle spielen. Ihr seid eins mit allen anderen und alles Leben ist unerklärlicher Teil Gottes, und dies veranschaulicht, warum Gott allumfassende Liebe ist, die allen Seelen gleichermaßen gewährt ist. Und es zeigt auch, warum Gott keine einzige Seele bestraft, sondern einzig und allein vollkommene Liebe walten lässt. Manche mögen vielleicht noch an einen sogenannten Teufel glauben, doch das ist eine vom Menschen erfundene Abscheulichkeit. Der Mensch ist deshalb eine verwirrte Seele, weil er in schlimmer Weise irregeführt wurde, durch Kräfte mit einem Plan, die Menschen zu versklaven und von der Wahrheit abzuhalten. Doch das ist nicht länger möglich, da das Licht die Oberhand gewonnen hat und an Intensität ständig weiter zunimmt. Der Himmel ist ein Ort der Harmonie und der Liebe. Alles befindet sich dort im Zustand vollkommener Liebe. Das mag für euch zurzeit noch unerreichbar klingen, doch es ist jenes Ende eurer Reise, die ihr gerade erst begonnen habt. Einige Seelen sind bereits mit dieser Energie in Berührung gekommen und berichten von der Verzückung, die sie erfahren haben. Freude und Glück kommen durch das Aufrechterhalten der Energie der Liebe. Und wenn ihr diese verbreitet, helft ihr allen anderen auf dem Weg ihrer Erhöhung. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst und trägt die Energien des Lichts und der Liebe in sich. Mike Quinzey.